Ja, das hat mir dann schnell abgeschminkt, zuallermeist, nicht wahr? Hm. Aber ich suchte natürlich, also es war für mich, weißt du, dass ich im Elsass einmal in Schlettstadt, eine ganze Nacht durch die Straßen gezogen bin, nur deutsche Straßentafeln und Inschriften zu lesen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Die Beglückung, die Sprache wiederzufinden, das ist ja unbegreiflich. Ja. Übrigens, ich war ja in Frankreich während der Emigration jahrelang, ein Jahr lang in Haft, also in Internierungslager, ja. Den ganzen Krieg hinüber. Ja, ja. Und zeige ich Ihnen was? Ich war monatelang ohne jede Lektüre. Das ist für mich unerträglich und ist für die meisten Juden auch unerträglich. Ja? Juden müssen lesen können und ich trage seitdem immer etwas bei mir. Immer etwas zu lesen. Was ist das jetzt gerade? Das sind komischerweise in diesem winzigen Buch Shakespeares gesammelte Werke. Kann man nur mit Lupe lesen. Damals hatte ich noch gute Augen. Aber ich laufe jetzt noch häufig und lief damals immer mit etwas Lesbarem in der Tasche herum, im Fall man einen verhaftet, dass man etwas bei sich hat. So sah das aus. Auch irgendwie lächerlich. Aber ich finde ich keine Leute, keine Leute, die haben Essen gesammelt nach dem Krieg, jahrelang in alle Schubladen Brotreste getan und so. Die Vorstellung, dass man eines Tages hungert, ja, und keine Reserven hat. Das machte ich wenigstens nicht. Aber ich habe immer jahrelang Dünndruckausgaben, gesammelten Hölderlin in einem kleinen Bändchen, gesammelten Heine in einem kleinen Bändchen, ja, immer bei mir getragen. Im Fall, man mich schnappt, habe ich was. Wie war das, als Sie nichts hatten, als Sie kein Lesefutter hatten? Ja, es war irgendwie wahnsinnig. Wie hatten Sie da Angst, Sprache zu verlieren? Also ich meine, das war ja... Memoriert man da ständig irgendwas, was man vielleicht auswendig weiß? Oder also die... Wie geht das? Ja, ja, natürlich. Ich kannte ja Unmengen Gedichte auswendig. Ja. Und konnte die vor mir her sagen und dann in diesem Lager hat man ja unaufhörlich Kulturabende organisiert und Professoren haben über ihr Sachgebiet berichtet und so weiter. Aber es war, mein Gott, es gab da einen von Salomon, das war ein Cousin, glaube ich, von dem Schriftsteller Ernst von Salomon, dem Rathenau-Mörder. Aber er war ein Linker und der schrieb eine Geschichte des Bauernkrieges und hatte dazu ein Buch des Bauern, also ein Buch über den Bauernkrieg als Quelle bei sich, ein einziges Buch, um zu schreiben. Und ich bat den Händeringer, lass mich das lesen. Ich musste irgendwas zu lesen haben und nahm es natürlich auf dieses Plumpschklo mit, weil das der einzige Ort war, wo man Ruhe hatte. Und es plumpschte ins Klo rein. Nein. Und das Buch war weg. Oh nein. Und das hat er mir nie verziehen. Das Groteske an dem Gewerbe, das Sie oder das wir betreiben, ist ja, dass man so eine ganz intime Annäherung für ein paar Tage wagt an einen Menschen und sich dann sofort wieder entfernt, weil man wahrscheinlich schon längst wieder im nächsten Film steckt. Ja, hoffentlich 1 bis 2 Wochen, aber immer sehr kurz. Immer sehr kurz. Manchmal trifft man sie wieder. Manchmal korrespondiert man mit ihnen oder telefoniert mit ihnen. Aber meistens aber ist das nicht eine merkwürdige Sphäre, in der man sich da bewegt, hin und her und hin ja, und ja. her. Ja, ja. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie ein Casanova, wie ein Verführer, wie ein Don Juan, der unauffällig neue Frauen braucht und die anderen nachher links lieben lässt. Haben Sie mal mit jemandem, also mit einer Frau, die Sie porträtiert haben, es waren gar nicht viele Frauen, darüber könnte man auch sprechen, warum eigentlich hauptsächlich Männer, haben Sie mal mit einer, die Sie interviewt haben, geschlafen? Ich hätte gerne, aber ich tat es nicht, unter anderem vielleicht, weil die Machtsituation, in der du in diesem Moment bist, als
Medienvertreter, als Ausfrager und so weiter, als Beichtvater, das unfair gemacht hätte. Mhm. Ja, das darf man nicht. Eine Gentleman-Einstellung. Ja, irgend sowas, ja. Nicht sehr häufig diese Einstellung. Ich hätte meine Situation ausgenutzt. Meistens geht es andersrum. Hm. Okay. Nein, ich habe das nicht. Welchem der Porträtierten waren Sie am nächsten? Können Sie jemanden nennen? Nein, nein. Das tue ich grundsätzlich nicht, weil damit alle anderen, und ich habe ja so 100 Filme oder so mehr gemacht, alle anderen eigentlich beleidigt sein könnten. Mhm. Ja, warum erwähnt er die Person und nicht mich? Also ich habe da nie Unterschiede gemacht. Also das ist auch wieder eigentlich eine Fairness-Frage bei Ihnen. Ja, ja. Ja. Das hieß ja, dass man die anderen mehr verachtet, während man den einen, nur den einen heraushebt. Das mache ich grundsätzlich nicht. Ich habe letzten Endes habe ich alle gemocht. Ich habe ja nur Filme gemacht mit Leuten, die ich mochte. Fast nur. Fast nur. Wer ist die Ausnahme? Naja, in meinem Film Unter Deutschen habe ich mit einem Neonazi gedreht, ja. Den habe ich ganz bewusst fertig gemacht. Mhm. Warum auch nicht? Aber das wäre die Ausnahme. Könnten Sie sich, wir haben vorhin über Heimat gesprochen, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, in Deutschland, wo Sie eigentlich nie gelebt haben, oder wieder in Wien zu leben? Heute, jetzt? Ich hatte oft daran gedacht, dass ich vielleicht mir ein Landhaus irgendwo anschaffe, in den Bergen, in den wunderschönen Alpen von Tirol oder Osttirol oder im Salzburgischen oder so. Aber, naja, 50 Jahre Paris und man hängt eben an Paris, ja. Abgesehen davon natürlich der Fall Waldheim und der Fall Jörg Haider hat mir ein für alle Mal den Appetit auf Österreich, auf mich auseinandersetzen zu müssen mit Problemen der Vergangenheit in Österreich genommen. Aber es hat auch damit zu tun, dass man ja sich am Ende doch an eine Stadt gewöhnt. Meine Frau will in Paris leben, meine zwei Töchter wollen in Paris leben. Ja. Und nun gut. Da ist Ihre Frau, eine wunderbare deutsche Frau, mit der Sie verheiratet sind. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Wie sehen Sie die Deutschen heute? Nach jahrelangen, wie soll ich sagen, Argwohn und Misstrauen, ist es doch wirklich so, dass ich heute davon ausgehen kann, zumindest bei Menschen einer jüngeren Generation, jüngerer Generationen, dass diese Leute keine Vorurteile mir gegenüber mehr haben. Aber wenn ich so etwas spüre, und manchmal spüre ich sowohl in Deutschland als vor allem in Österreich, dann werde ich fuchsteufelswild. Das lasse ich mir nicht mehr bieten, ja. Das nicht. Und in Deutschland setze ich einfach voraus, dass die Leute okay mit einem sind. Mhm. Mhm. Dieses Misstrauen ist verständlich. Und ich glaube, Sie haben sogar dieser Stadt Paris gegenüber ein gewisses Misstrauen. Ich habe das Gefühl, Sie glauben, man muss sich das, was man vielleicht jetzt Heimat nennen könnte, immer wieder neu erobern. Das ist nicht einfach nur da. Naja, Paris ist... Ja, das kommt hier in jeder Zeile raus in Ihrem Buch Dichter und Bohemian. Es ist keine Heimat. Es ist ein... Also doch nicht. Nee, das gibt es nicht. Man schafft sich... Also ist Kissinger ein... Empfindet Kissinger Amerika als seine Heimat? Ich glaube nicht. Nicht als Heimat. Ja? Als ein Land, in dem sich leben lässt. Frankreich, Paris vor allem, ist ein Land, in dem sich leben lässt, weil die Pariser einen in Ruhe lassen. Ja, weil sie einen nicht belämmern. In Paris kann man leben und sterben, ohne dass ein Mensch sich um dich kümmert. Wenn man Freunde hat, ist okay. Wenn man isoliert ist, ohne Familie, ohne Freunde, ist es furchtbar, weil die Leute nicht dermaßen menschenfreundlich sind. Ja, aber sie lassen einen in Ruhe und sie sind interessant. Und Paris ist eine Stadt, die einen lebenslang fasziniert. Und davon kann man leben. Und zehren, so wie Sie zehren, ununterbrochen, habe ich das Gefühl, von den Menschen, die sich, Sie haben selber gesagt, als Menschenfresser einverleibt haben in ihren Filmen. Man
man zehrt davon. Also ich zehre bestimmt von Paris. Und es ist ja eine der wenigen Städte, wo man spazieren gehen kann, ja, ohne zu ermüden, ohne sich zu langweilen. Und natürlich, wenn man da über ein halbes Jahrhundert da gelebt hat, so sagen einem die allermeisten Straßen, Häuser, Cafés und so weiter sehr viel. Das heißt, man sitzt, wir saßen auch schon zusammen im Café de Flore in Saint-Germain-des-Prés und erinnert sich natürlich an so und so viele Zusammentreffen, die über Jahrzehnte zurückreichen. Ja? Das sind natürlich unsichtbare Feen, die sich zwischen dir und so und so vielen Orten, Plätzen und so weiter in Paris gesponnen haben. Und von dieser Art von Fäden lebt man ja auch. Ja, das ist wichtig, dass man Gefühlsbeziehungen entwickelt zu, nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Orten. Und das konnte ich in Paris über die Jahre hinweg, nach anfänglichen Jahren des Misstrauens und der Angst vor dieser Riesenstadt, ja, konnte ich das entwickeln. Die Stadt macht mir kaum mehr Angst. Ja, das ist schön, dieses Bild mit den Fäden, die überall gespannt sind, an denen man sich entlang hangeln kann durch die ganze Stadt. Aber sind diese Fäden nicht auch unverbrüchlich gespannt zwischen Ihnen und den Menschen, die Sie gefilmt haben? Ja, auch das. Also eigentlich sind sie mir alle unvergesslich geblieben, aber ich habe sie mir natürlich auch danach ausgesucht, dass sie mir unvergesslich bleiben. Diese innere Zugehörigkeit empfinde ich also vielen der Menschen gegenüber, mit denen ich gedreht habe. Da sie auch wenn sie nie wiedersehen. Sie sind ja ein Teil von einem geworden. Mhm. Ja? Und wenn man diese Filme nachher wieder sieht, oder auch Fotos oder so, so kommen natürlich Erinnerungen in einem hoch, die alle zur Farbe des eigenen Lebens beitragen. Und das heißt, man macht aus der Schwäche, die man eigentlich hat, man macht ja diese Filme, um stärker zu werden, genau, um wieder ein neues Stück Identität zu bekommen. Macht man eigentlich dann aus dieser Schwäche eine Stärke? Aus Schwäche Stärke machen ist das Allerwichtigste überhaupt. Und jetzt erzähle ich Ihnen noch, was das bedeutet. Bitte, das sieht stark aus. Da man mich immer danach fragt, das hat mir meine kleine Tochter geschenkt, das stammt irgendwie aus der Gothic-Zeit, die sie auch einmal die Periode mitgemacht hat. Aber letztlich läuft das darauf hinaus, dass ich einmal einen Hypnotiseur gefilmt habe und dass er mir sagt, dass ich ihn fragte, können Sie mich hypnotisieren, damit ich nicht mehr rauchen muss? Ich war ja Kettenraucher, also Zigarren, Pfeife und Zigarre. Und er sagte, das brauchen Sie nicht, Sie brauchen nicht hypnotisiert zu werden, was Sie brauchen, ist etwas, womit Sie spielen können, womit Sie fummeln können, denn die Hälfte des Rauchens, die Freude des Rauchens ist ja die Fummelei. Du ziehst die Pfeife raus, du kratzt sie aus, du stopfst sie, du zündest sie an, es klappt nicht, noch ein Streichholz, ja. Du saugst dran, du steckst sie weg, du fummelst mit ihr und so weiter. Und er hat gesagt, finden Sie etwas, womit sie auch fummeln kann. Und das ist das, womit ich seit Jahren meinen Rauchwahn ersetze. So wird aus Schwäche Stärke. Genau. Tausend Dank. Danke Ihnen. Danke.